Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Biohof am Samstag. Kevin ist auch am Start. Ja, hallo. Und heute haben wir hier in unseren wunderschönen Anhängern, die kaum zu bremsen gehen, Hafer. Im Wert von ganz viel Geld. Wie viel haben wir ausgegeben? 60.000? Kommt in etwa hin, ja. Da vorne ist der Eierkopf und wir düsen zum Hafen Süd, um den Hafer natürlich gewinnbringend zu verkaufen. Ich hoffe, dass du es diesmal mal wieder hinkriegst, statt zum Getreidefeld zum Hafen Süd fahre. Ich fahre dir einfach hinterher, da kann nichts schief gehen. Richtig. Naja, gut, okay. Naja, no. Nein, sie sagen, ich will jetzt alles gut. Das liest, ey. Schlecht. Ah, 58.820. Feine Fuhre. Na, ich bin die ganz voll. Ich habe den Rest von dir gekriegt, sozusagen. Da sind wir schon bei, haben wir schon die Hälfte. Ungefähr die Hälfte. Können wir die Sojabohnen dann noch verkaufen? Gegen Freund natürlich. No. Ja, ist schon bester Mann hier momentan. Also mit denen werden wir echt aufgeschmissen. Ich glaube, ich werde jetzt gleich nochmal den Mähdrescher abtanken. Ich glaube, der war voll, ne? Weiß ich nicht. Ich hatte ihn eigentlich ausgeleert. Ja, letzten. Bevor man auch geholt hat. Wo fährt denn der hin? Wie auch immer. Ich fahr jetzt mal deinen Weg. Du fährst sicherlich jetzt genau meinen. Ja, sicher. Was haben wir denn in der letzten Folge zuletzt besprochen, Kevin? Kannst du dich da noch entsinnen? Also den Holmer, das weiß ich. Genau. Und Radlader. Radlader. Den Radlader. Richtig, genau. Dafür wollten wir den Fan in Deutz dann noch verschabeln. Mit klein wenig Geld, denke ich mal. Ich glaube, da wird immer viel rauskommen. Viel werden wir nicht kriegen, ne? Aber das ist dann halt aber so. Ich halt so, wollte gerade sagen, aber ich glaube, die haben ja schon knapp einen Monat gut ausgehalten. Also ja, der hat hier 15,6 Betriebsstunden jetzt bei uns gemacht. Der Fendt hier. So, ich werde gleich nochmal abspringen gehen. Okay, es ist ein bisschen glatt Trecks, sage ich mal, glänzend Trecks. Ja, ich würde dann gleich mal an den hinterfahren, weil er hat das Rohr ausgeschwenkt. Ne, der ist fertig, würde ich sagen. Ja. Wir sehen ja, ob du mir gleich reinschmettern willst. Dass ich mir den gleich mal abtanken kann. Nö, kümmere dich. Hier wäre dann auch noch was abzuholen. Den Blinker ausgeschalten. Sojabohnen werden dann hier ohne abzuholen. So.
gucken wir mal, ob wir haben einen schönen Preis dafür. 2,995 am Hafen Süd. Na gut, dann werden wir aber zum Hafen Süd fahren nochmal, oder? Dort wollen wir gerade eben waren, genau, richtig. Genau. Ich würde davor nochmal sagen, weil die Felder Kalk brauchen, Felder, zu sagen, vielleicht nochmal, dass du wenigstens Mähdrescher auf dem Hof reinziehst. Weil da kann ich mich nur nochmal kurz voll machen. Ich habe jetzt schon wieder 13% hier drin in diesem Anhänger. Dann fahre ich den fort, kein Thema. Sonst nichts zu tun. Das eine Feld hier ist schon Gülle übergossen, sozusagen. Das eine Feld ist schon gedüngt. Den Drescher, den müssen wir dann erstmal, würde ich erstmal so lassen. Er muss. Kann der Winter ein bisschen auspusten. Hast du einen komplett vollen Anhänger von Sojabohnen? Ja. Ich wollte gerade sagen, weil meiner war nämlich nie voll. Aber gut, trotzdem 64% ist trotzdem eine Haufenmenge. Gut, dann werden wir erstmal zum Hafen Süd fahren, ne? Wollt wieder vorfahren, oder? Nö, ich kümmere mich schon, alles gut. Vorfahrt! Zieh da rum. Naja, immer diese Raunis. Schrecklich. Immer diese Straßen sind da. Nee, ansonsten ist Weihnachten, wie schon gesagt, also dieses Pack, oder wie du das immer so schön sagst, das kommt doch wieder bald raus. Platinum-Meldung, da reden wir die ganze Woche schon. Ich hab's herausgefunden, 20 Euro circa. Circa 20 Euro, hat er gesagt. Sollte ja eigentlich am Montag erscheinen. Zumindest für den PC. So, mal gucken. Ich denke mal so in einer Stunde oder in zwei Stunden, wenn wir da mal im Play Store gucken, werden wir es bestimmt finden. PlayStation hat ja immer ein bisschen Delay im Gegensatz zum Computer. Ich freue mich drauf. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass es den Season Pass für die PlayStation gibt. Es wurde ja zeitlang totgeschwiegen. Simulator? Ja, wurde zeitlang totgeschwiegen und dann gestern habe ich erfahren, dass es den gibt. Und mich schwarz geärgert. Naja, jetzt war ich überlegen, den Season Pass zu kaufen, aber es kommt ja bald schon wieder der neue Teil raus. Ich weiß nicht, ob sich das noch lohnt. Das ist das große Problem. Weil letztendlich habe ich jetzt schon 40 Euro extra ausgegeben. Wenn du es so nimmst. Fährst du rein oder machst du hier? Wo ist denn bloß mal ganz kurz wegen LKW warten, weil haben wir ja den LKW dagegen. Ja, dann sagst du so, ich warte mal ganz kurz auf dich. Mit den ganz schnellen Traktor von denen natürlich. Also ich fahre ja diesen Case ja wirklich übelst gerne oder den Deutz, den großen. No. Den wir damals auch schon mal hatten, ich gefunden. Geliehen. Richtig. Und ja, wir gucken mal mit 64%. Abspannen die Plane. Machst du doch wieder ganz gut auf dem Kontostand aus. Wir steigern uns. Haben jetzt fast so viel wie die Reiternagel fast. Schon gut haben. Gut. Das 378.000 haben wir bei der Reiternagel noch als Guthaben. Also wenn man mitmachen will. Ne? Schön. Gut. Fällt nur noch 100.000. Über wem sprechen wir denn eigentlich beim Holmer? Welchen Listen da überhaupt? Da ist ein Blinker noch an. Ich kann das nochmal zeigen, wenn der irgendwann anhält hier. Diverses. Der Holmer Variant 435. Kost 381.500. Ja, diverses.
381.500 Euro. 600 Bei Liter Diverses? Fassungsvermögen. Bei Diverses. Habe ich bei mir gar nicht drin, wie ich das sehe. Doch. Bei Fahrzeugen. Wenn Anhänger nie. Das ist ein Fahrzeug. Diverses. Ja, gut, okay, ja. No. Paar mal weiter. Dann haben wir ja bald schon drinne. Richtig. Ich denke mal, der Junge wird noch mal sagen, ob er noch mal Hafer für uns hat, wisst ihr was? Ich glaube nie, dass sich das noch lohnt. 1008 wie vorhin. Weiß ich nicht. Du kannst dann nebenbei vorne mal zu dem Typen hin und ich mache derzeit ein bisschen weiter. Mach dir den Anhänger voll. Und ich fahre weiter. Lass mich mal kurz überholen, bitte. Vorher jetzt erklär nochmal zum Typen. Ja, lass mich mal überholen beim Händler. Ich muss ja jetzt zu dem Typen hochfahren, du weißt ja, wo er wohnt. Oder War in der so, ja. Folge damals. Und da werden wir es jetzt einfach mal riskieren. Mal gucken, ob er Zeit hat. Oder ob er überhaupt nur so viele Kapazitäten hat. Kannst du einfach mal anrufen zwischendurch. Und fragen. Fragen kostet ja nicht. So, den Anhänger stelle ich hier hin. Du könntest ja dann theoretisch mit einer Kalkmaschine kommen. Ah, ne, kannst du nicht. Ja, dann tue ich erstmal düngen, glaube ich. Und ist noch was da? Au. So, also hat er gemeint, wie du das auch vom Preis her siehst, das ging ein bisschen runter natürlich, weil wir müssen ja auch eine bestimmte Anzahl bezahlen, das weißt du ja. No, ist mir schon klar. Und von daher, also er hat gesagt, er hatte jede Menge noch da, also natürlich, wenn es ja auch für uns reichen würde oder sollte oder müsste, hat er auch gesagt, jederzeit kannst du gerne was holen, auch der Steven, also wie schon gesagt, das war. Können wir uns immer sehr kulante Preise natürlich immer rausholen, ne? Macht einen kleinen Gewinn, zwar nicht viel, ist auch ein bisschen mühsam, weil es ist echt eine Masse, die auch manchmal ganz schön anliegen kann. Aber weiterhin, es bringt was, es macht was, es tut was, von daher. Ja, es stockt unsere Kasse dann schon auf. Wenn wir jetzt zum Beispiel verdienen wir ja 400 Euro dran, ne, wenn man es bei dem kaufen. Das macht es Pro dann schon. 1000, genau. Für 1000 Liter, ne? Das macht es dann schon. Das macht es dann schon aus. Gut, aber ich würde sagen, späteres dann in der nächsten Folge am Sonntag. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Restsamstag und wir sehen uns dann morgen um 11 Uhr wieder, oder? Ja, ich hoffe, ich denke, also wenn ihr abonniert und einen Daumen nach oben legt, somit, dass ihr wirklich keine Folge mehr verpasst. Ansonsten, wie das Steven gesagt hat, bis Sonntag, früh um 11 Uhr, auf Wiedersehen.